Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Das letzte Mal haben wir zwei kleine Vorposten eingenommen und dieses Mal wollen wir uns tatsächlich mal ein bisschen in der Story weiter voranbegeben. Das hast du letztes Mal schon erzählt und deswegen befinden wir uns wieder hier in Bad Town und geben Cameron zu unserem Freund zurück. Wir haben ja den Auftrag, den er uns verraten hat, den er uns gegeben hat, so heißt das Wort, haben wir erfüllt. Ich liebe den Flammenwerfer. Hi! Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel... Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja, also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, Boss, planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn Jason Brody nicht egal wäre. Geht klar. Fantastisch. Ja, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Beresown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Also, was mir gerade eben mal aufgefallen ist, der Vars hat eine sehr sympathische Stimme. Was er da so labert, ist nicht besonders sympathisch, aber die Stimme ist ziemlich sympathisch. So, wir wollen nach Bearstown, oder nicht? Wo ist das? Wo ist das? Ach, da. Andere Richtung. Da lang. Okay. Ja. Suche ich mir mal ein Auto. Und guck mal, ob ich irgendwo da hinkomme. Da so lang. Vielleicht. Und wir machen uns langsam einen Ruf unter den Piraten. Ja, wie gesagt, das... Also das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass... wir haben schon ziemlich viel angerichtet. Ich habe kein Auto. Gut. Dann joggen wir halt. Ist gut für die Figur. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs einem Auto. Ansonsten, das sind 600 Meter aus... Das dürfte nicht das Problem sein. Und bis wir da sind, ist vielleicht auch dann schon wieder morgen. Obwohl das Wetter auf. Nachts ist besser. Aber hier wird es doch irgendwo ein Auto geben, oder nicht? Moment, ich guck mal kurz auf die Karte. Ich will jetzt nicht hier. Ich will nämlich nicht in den Vorposten rein. geradewegs reinrennen. Um den kümmere ich mich ja, später irgendwann. Nicht jetzt. Hier sind wieder irgendwelche schönen Felder mit irgendwelchen Pflanzen. Ganz viel Natur. Hier ist ein Paragleiter. Wo ist ein Paragleiter? Da ist ein Paragleiter. Oder Hängegleiter oder wie auch immer die heißen. So, dann nehmen wir den auch gleich mal. Und ab zum Ziel. Oder zumindest dem Ziel etwas näher kommen.
dürften wir damit ja hinkriegen. So, hier einen kleinen Schlenker, dass wir nicht an der Felswand stecken bleiben. Da unten ist tatsächlich ein Auto, aber jetzt haben wir ein anderes Fortbewegungsmittel. Ich würde sogar fast sagen, ein besseres. So. Das war nicht so geplant. Willett, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Da bin ich genau richtig, gelandet. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinen Freunden. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den roten Streifen in der Mitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß für uns! Und unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das mich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Sicheres Gebiet, bevor Ronke getötet wird. Okay, wenn es nur die beiden sind. Schnapp ich mir mal eben wieder mein dickes Gewehr. So. Eben das. Ist das jetzt ein Minenfeld? Hilfe. Ja, es ist ein Minenfeld. Ich sehe die Minen auch. Ich habe auch versucht, ihn auszuweichen. Die Mine habe ich nicht gesehen. Überall. Heilen und nochmal heilen. So. Hi. Na, wie geht's? Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Fluch doch mal. Okay, mir nach. Immer diese Erpressungen. So, wir hier lag irgendwas. Überqueren. Folge mir. Ich weiß, wo Mission. Die Minen sind. Scheiße. Hä? Wir müssen das Dorf erreichen. So. Warum rennst du? Wo rennst du ganz hin? Wow. Stimmt, er hat was gesagt von wegen ihm folgen, ne? So, den hätten wir. Bisschen gescheitert, Ronko wurde. Warum ist der? Der hatte doch noch volle Leben, meine Güte. Warum ist der auf einmal tot? Das gibt's doch nicht. Okay. Also gleich nochmal. Bleibt mir ja wohl nicht viel anderes übrig. So. Also. Den hol ich dir! So. Wir müssen das Dorf erreichen. Hilfe! Die schießen auf mich! Ja, ich seh's doch. Wow. Wie wär's, wenn du in... Ich weiß, wo die Minen sind. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Hey, er ist in Deckung. Immerhin. So. Na. Das gibt's doch nicht. Ich nehme mal das andere Gewehrchen wieder. Das ist ein bisschen effektiver. Was? Wo? Was hast du gesagt? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Entschuldigung, mein Freund. Bleib doch erstmal hier, bis wir die Leute erledigt haben. Was hältst du davon, ha? Na gut, hat ja wohl relativ gut funktioniert. Und er hat noch volle Leben, fast volle Leben, sowas um den Dreh. Ja, denn, ja. Den Hügel hoch. Oh, hi. Wo ist denn... Oh, Feuer löschen.
Was? Wo ist denn der andere jetzt? Du bist schon fast oben? Achso, wir sind fast oben. Er ist fast oben. Gut, das hat Rongo anscheinend nicht so sehr geschadet. Ja, da hinten ist auch jemand. So, der ist tot. Der ist anscheinend auch tot. Wo ist denn da noch einer? Der ist tot. Da ist einer. Da war einer. Da ist einer. Hi. Hol die Dokumente. Pass auf. Ja, genau. Hol die Dokumente. Oh, verdammt. Das war fast nah am Feuer. Na, hat noch funktioniert. Ich habe leider keine Heilung mehr. Aber so kann ich mich noch heilen. Ah, Heilung. Cool. Tja. Verteidige Rongo. Ja, hab ich vor. Wo sind denn hier? Wo sind hier Gegner? Da sind Gegner. Gegner! Hey. Oh, das gibt's doch nicht. So. Verdammt, Munition alle. Du hast nichts für die Munition in deinem Holz. Nee. Doch. Hier. So. Schicker Takedown. Lade ich mal eben nach. Ich hoffe, das klappt. Na. So. Heilen. Gut. Ich glaube. Ja. Ist ja gut. So. Gut. Da ist einer und. Da am Feuer stand einer. So, ich lade mal eben kurz nach. Solange ich das möglichst gut kann. Was? Wow! So, heilen. Schnell. Ich halte Dreieck. Meine Güte! Wow. Gleich wieder heilen. Verdammt. Verdammt, wo kamen die her? Das ist das Blöde an diesem Gewehr. Das brauchst du verdammt lange zum Nachladen. Da hat man echt keine Freiheit mit dem Ding. So. Hey, deck mich, während ich suche. Da das, glaube ich, noch ein bisschen dauert, bis die Ersten kommen. Naja. Nicht so wirklich. Ich verwende jetzt aber erstmal die AK. Wo kommt der jetzt wirklich her? Von da. Gut. Da. Da. Gut. Nachladen, so lange ich es kann. Gut, der will hier rauf. Schätze ich. So. Hallo? Ich habe dir ein paar Mal in deine hässliche Glatze geschossen. Warum stirbst du nicht? Ich habe gesagt heilen. So. Okay, das hat explodiert. Von mir aus. Ja, ich bin ja dabei, dich zu beschützen. So. Da brennt alles, das ist gut. Weil die müssen da potenziell durch. Und dann ist es... Wenn die schon so langsam verbrennen, ist es definitiv einfacher, die abzuwehren. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich mal Zeit nachzuladen. So. Und mich auch mal kurz zu heilen. Dann schicken Takedown gemacht. So. Haben wir noch einen? Da ist noch einer. Gut.
Komm her. Du hast doch hier Medipacks, genau. Bin da. Hier ist es. Ich hab das Transportverzeichnis. Das liebt besonders detailreich. Endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Beeil dich, verdammt. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Naja, hat ja immerhin funktioniert. Fange den Konvoi mit Oliver ab. Wo ist das? Oh, ist das? Da ist das. Oh, in einem ziemlich sicheren Gebiet. Das ist natürlich schön. Da werde ich mal eben eine Schnellreise zum Rosthof machen. Munitionstechnisch aufstocken. Diese Folge da beenden. Die nächste Folge dort starten. Und dann geht's von dort aus zur nächsten Mission. So, Munitiones. Einmal auffüllen. Dankeschön. So. Hier raus. Genau, nachladen räumlich und nachladen. Räumlich, sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar da. Ich würde mich über beides riesig freuen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es daran geht, Oliver zu retten. Das schaffen wir bestimmt auch noch. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dort. Bis dahin, tschüss.